Unser ganzer Sperrmüll ist jetzt weg. Und dafür haben wir neue Sachen gekriegt. Ein Nachbar von uns hat gestern seinen Garten leer geräumt. Chrissy hat eigentlich nur gefragt, die waren vorne am Sperrmüll wegräumen und der hat sie gefragt, ob das Regal, ob die das wegschmeißen, ob wir das mitnehmen können. Und ja, da hat er gesagt, ja. Und da kommt noch eine ganze Menge mehr dazu, weil er gerade seinen Garten abgibt und leer räumt. Ja, dann haben wir noch geguckt und konnten uns alles Mögliche mitnehmen. Steine konnten wir uns mitnehmen, zeige ich euch gleich. Die liegen vorne schon im Beet als Weg. Ja, Regentonne, Regal. Wir hätten sogar noch eine zweite Regentonne bekommen können, aber das ist ja hier jetzt viel, also das reicht. Ja. Regentonne haben wir jetzt genug. Dann jetzt hier so ein Gitter, das können wir nehmen als Ranghilfe für Tomaten zum Beispiel fürs Beet. So ein Kaninchenzaun, hier auch noch. So ein bisschen Holz, ne, was wir alles fürs Beet und so nehmen können, für die wilde Ecke, was wir da noch vorhaben. Und das Beste ist halt die Regenrinne hier, ne? Richtig gut, ein bisschen schmutzig, ein bisschen verformt, aber das kriegt man auch noch hin. Können wir alles jetzt nehmen, entweder für das Stückchen hier oder ich mache vorne nochmal alles neu. Ich muss nochmal ausmessen, wie lang das ist. Und dann kann ich vielleicht alles hier vorne hinlegen, dass das alles da vorne in die Regentonnen reinläuft und nicht in der Ecke noch. Aber das sehen wir später. Dann noch so eine alte Bank. Die machen wir uns noch schick. Das Gute daran, ne, ist, es ist ein schönes Metallgestell. Ne, das kann man auch schön abschleifen, neu lackieren. Das ist noch top in Ordnung, sieht halt ein bisschen ranzig aus. Aber sonst wirklich tipptopp. Ne, die Bretter sind auch noch nicht durch. Also das sieht schlimmer aus, als es eigentlich ist. Ne? Aber die mache ich auf jeden Fall auch nochmal ab und neu und oben auch nochmal die gleiche Länge. Also ich denke mal, die kommen komplett ab. Ja, und dann nehmen wir die wahrscheinlich noch für ein anderes Projekt. Und hier kommen dann nagelneue Bretter einfach auf. Das Gestell wird neu lackiert, ne? Und ja, besser geht's ja gar nicht. Super bequem, jetzt schon. Und die ganzen Steine hier konnten wir halt mitnehmen, ne? Er hätte sogar noch mehr liegen, aber das war genug, ne? Dann haben wir hier, wollen wir so Wege machen, ne? Dass wir das Beet ein bisschen aufteilen, dass man überall gut rankommt. Und ja, so kleinere hier nehmen wir dann später für das Netz, um das zu beschweren, damit das nicht wegfliegt. Mhm. Richtig fette Erdbeeren, Alter. Die ist auch geil. Also man kann hier beim Wachsen einfach nur zugucken, ne? Seit gestern. Vierfach so groß. Ne, das sah ja gestern noch so aus hier. Das geht so schnell. Gestern hat man gerade das kleine bisschen Grün so über der Erde gesehen. Und also der ist auf jeden Fall. Hier kommt auch was richtig Neues. Ja. Hier. Und wie warm das mal, einfach hier, ist. Ne? Wenn man jedes Mal so geil, was diese Folie einfach bringt. Oh, Wasser haben die aber erstmal noch. Vielleicht heute Abend. Auch hier unten schön warm und feucht hier alles noch, also läuft. Selbst hier, wo man dachte, der kommt nicht mehr so, wächst noch einigermaßen. Ja, hier wächst auch noch ein bisschen was in den Töpfen. Ich habe übrigens die Radieschen aus dem Topf hier hinten nochmal in einen größeren Topf umgepflanzt, nur einfach um zu gucken, was passiert. Ne? Man sieht ja, wie groß die inzwischen ist. Ja, also ich schätze mal, die könnte man jetzt noch essen. Und die anderen, die sind einfach nur in die Höhe gewachsen. Ne, da ist unten nichts dran, haben aber fette Blätter. Ja, da ist überhaupt nichts dran. Einfach mal abwarten, was daraus noch wird. Wie groß das wird, wann die vielleicht mal eingeht. So, das Häuschen hier habe ich gestern auch nochmal weitergebaut. Beziehungsweise ein bisschen umgebaut. Das eine Brett war ein bisschen schief, weil die verschiedene Längen haben.
Das habe ich nochmal angeglichen. Dann habe ich noch ein Brett hier hinten dran geschraubt zum Befestigen, ne, dass wir später einfach nur zwei Schrauben ran machen können an irgendeine Wand und fertig. Dann noch die Haken hier reingemacht, ne, kann man da was ranhängen. Oben hier alles zugestopft. Ne, entweder ja, Deko oder falls Insekten Bock drauf haben, können die da auch reinkrabbeln. Ja, und so kommt es dann später vorne mit in die Ecke. Die Steine sind verlegt, die wir gestern bekommen haben. Jetzt haben wir drei Wege drin. Ne, ein bisschen aufgeteilt. Und Chrissy ist schon fleißig am Anpflanzen. Was machst du da? Hier, wo das platt ist, muss ich kasteln. Vier Stück. Und da kommen noch. Also kommen hier vorne jetzt nur Kartoffeln rein, ja? Ja. Ja, das ist ja auch vom Platz her, denke ich mal, okay. Oder kann da vorne auch noch irgendwas hin, kurz vor dem Weg? Ja, ich habe gedacht, hier eventuell noch Lauchzwiebeln. Ja. Ja, wir müssen uns auf jeden Fall informieren, was sich so supportet und was sich mehr so ja, nicht verträgt an Pflanzen. Das gibt es ja auch, dass man bestimmte Pflanzen nicht nebeneinander setzen sollte. Zeig mal her. Eine. Ja, noch nicht gekeimt, ne? Also das sind jetzt auch nur ja, normale Kartoffeln aus dem Laden, ne? Ja. Ja, da keimt sie schon. Und ja, das hat bei der anderen ja auch geklappt. Die zeige ich euch gleich nochmal, wie weit die inzwischen ist. Das ist echt krass. Ja, hier ist die dickste Kartoffel. Ja, Maxi? Ja? Das ist auch schon mal im Keim. Du spinnst, ne? Du spinnst. Sind auch nur Lauchzwiebeln, die wir ganz normal gekauft haben, also wo wir quasi schon das oben gegessen haben, aber die waren unten noch so fett, die pflanzen jetzt einfach ein und dann schauen wir eben wie immer was passiert. Entweder verrotten die oder wächst noch was, ne? Gucken. Vor allen Dingen war da noch so ein schöner Wurzelbein dran. Mhm. Ich lasse das einfach ein Stück rausgucken, ne? Ganz genau, so macht man das. Ja, das ganze Kram hier drauf, also das gefällt mir überhaupt nicht. Hier da jetzt eine Reihe und hier eine Reihe Zuckererbsen. Einmal angelegt. Und ja, ich würde sagen noch eine, wa? So, aus dem Regal habe ich inzwischen ein kleines Beet gebaut.
Dafür habe ich einfach die Böden, die hier drinne waren. Hier waren diese Böden drinne, 3 Stück. Habe ich die mittleren rausgenommen und da vorne rangeschraubt. Das Ganze hier wird jetzt an die Wand da geschraubt unten. Das kommt dann so da unten ran. Wird dann bepflanzt natürlich. Oh Maxi. Und dann kommt da oben noch so das Häuschen ran.